wurde. Aber auch der Prinz der Ausgemusterten, der schon vor seinem 30. Lebensjahr völlig von gestern ist. Listen, I'm gonna be around for a few years. I mean, there's many films to do. So one being dramatic, the next being comedy, the next being musical. I mean, let's face it, there's a lot of work to do and there's a lot of movies to make. And it's not all in one year. 1977 verlässt Travolta seine Vorstadt und mischt die Popkultur auf. Die Straße gehört ihm, die Zukunft auch. Der Schauspieler wird über Nacht berühmt und löst eine wahre Travolta-Mania aus. Jungen und Mädchen geraten vor den Kinos in Verzückung. Millionen von Klonen in weißem Anzug und schwarzem Hemd. Travolta wird einer ganzen Epoche zum Posterboy, den sich alle Jugendlichen an ihre Zimmerwand pinnen. Doch hinter dem Posterboy versteckt sich ein unsicherer Star, der seinen eigenen Untergang vorantreiben wird, um dann das unglaublichste Comeback der Filmgeschichte hinzulegen. Das Leben dieses Stehaufmännchens Hollywoods verläuft wie das eines Mannes, der stürzen musste, um wieder aufstehen und schließlich zur Legende werden zu können. What's your question? How old are you? I'm 22. Our question was, how's your love life? How's my, is it both the one question? It's okay. Are you married? No. What's your question? I was wondering where you lived. I live in Hollywood. Thank you, Jason. See you. Take care. Dieser super gefragte junge Mann hat nicht immer in Hollywood gelebt. Sein Leben begann im zwar ähnlich klingenden, aber 4000 Kilometer entfernt liegenden Englewood. In dieser Schlafstadt unweit von New York erblickte er, den die ganze Familie Johnny nannte, am 18. Februar 1954 das Licht der Welt. Across the Hudson River from New York City and westward into the state of New Jersey is the city of Englewood. Englewood could be any one of hundreds of American communities, population 25,000, main street with busy stores, banks, and movie theaters, attractive suburban homes with their neat lawns and their well-groomed look. Wie Tony Manero, seine Figur in Saturday Night Fever, sind die Einwohner dieses bescheidenen Vororts von der Großstadt durch die Washington Bridge getrennt. Eine Brücke, die viele von ihnen täglich auf dem Weg zur Arbeit überqueren müssen. Eine unsichtbare soziale Barriere, die im Amerika von damals grausame Realität war. Wie seine fünf Geschwister muss auch Johnny schon früh arbeiten, um seine Eltern zu unterstützen. Mit 13 jobbt er als Aushilfe in einem Supermarkt. Und auch wenn sein Schicksal bereits besiegelt scheint, so träumt er doch davon, die gläserne Wand, die ihn vom wahren Leben trennt, so schnell wie möglich zu überwinden. Allerdings sticht die Familie Travolta in ihrem Viertel durch ihre Vorliebe fürs Theater hervor und scheint mehr an den amerikanischen Traum zu glauben als die anderen. Während Salvatore, der Vater, nach gescheiterter Sportlerkarriere zusammen mit seinem Bruder eine Autowerkstatt betreibt, hatte Helen, seine Mutter, in jungen Jahren ein paar Erfolge als Schauspielerin gefeiert. Sie ist es auch, die ihre Leidenschaft auf die Kinder überträgt. Jeden Abend führt Helen auf der kleinen Bühne, die Salvatore extra im Keller der Travoltas aufgebaut hat, aus dem Stegreif Stücke auf. I did theater from the time I was 12 years old until 26 years of age. And we almost had no choice because it was either sports in our family with my dad or it was acting with mom.
Wenn sie sie nicht gerade ins Theater oder ins Kino schleift, um ihnen die großen Klassiker nahezubringen, lässt Helen ihre 6 Kinder Sketche aufführen oder Lieder einüben. This is where you're gonna die. That's a second bullet I stopped for you. That's a second bullet I stopped for you. You're going down, Orson. Johnny, der einsame Nachzügler, der nur wenige Freunde hat, erweist sich als besonders begabt und interessiert an dieser Kunstform, die es ihm erlaubt, sich Rollen auszudenken. Im Sommer 1970, er ist nun 16, ergattert er ein Praktikum an einem Theater um die Ecke. Zunächst ist er Mädchen für alles, doch bald überzeugt er die Verantwortlichen, ihm eine Chance als Schauspieler zu geben. Obwohl er nur eine winzige Rolle spielt, weckt er sofort die Aufmerksamkeit eines Agenten, der ihm ein direktes Ticket zum Broadway verspricht. Es ist die Chance seines Lebens. Und er muss sie ergreifen, auch wenn sein Vater etwas anderes mit ihm vorhatte. I remember the day my father started saving for my college education. It was my 10th birthday. And he opened a savings account for $10. Brian, he said, you're gonna have it better than me. You're not gonna have to stand on your feet all day just to make a buck. You do the studying, and I'll do the saving. He had it all planned. There was only one thing he didn't plan. Genau. Salvatore hatte nämlich nicht damit gerechnet, dass der hübsche Johnny sich ganz sicher war zu schaffen, was seinen Eltern verwehrt geblieben ist. It was a very interesting stipulation between you and your father. He said, all right, I'll let you drop out of school for a year, if what? Because he gave you a time limit. Yeah, he said, I was doing a show. I was working at the time. It was summer theater, right? And he said, I said, Dad, as everything's going so well, why don't I just continue it? And he said, well, he said, all right, for 1 year, if it goes well, you do it. I mean, you can stay out. If it doesn't, you go back to school. I said, it's a deal. And I just acquired a new manager. And I mean, everything seemed to be going my way. Der Vorstadtjunge überquert die Brücke, um sein Glück in New York zu versuchen. Da will er in die Fußstapfen von Marlon Brando treten. Er quartiert sich bei seiner Schwester ein, die ebenfalls Schauspielerin ist, und schleppt monatelang sein mediterranes Äußeres und seine hellblauen Augen von Casting zu Casting. And acting roles, I could do that. I do dramatic type parts. I could do comedy type of roles. I certainly consider doing a soap opera or even perhaps a road show, a musical of some sort. And I would definitely consider doing a print ad. And if you're looking for the strong, natural outdoor type, I'm very good at some sports like weightlifting and stickball and push-ups and. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Und er, der darauf gebaut hatte, auf der Welle italo-amerikanischer Schauspieler wie Pacino oder De Niro mitzuschwimmen, muss sich eingestehen, dass das Telefon nicht so oft klingelt, wie er hofft. Any messages? Sind es sein argloses Aussehen und sein naiver Gesichtsausdruck, die ihm im Weg stehen? Immerhin gefällt sein glattes Profil den Werbeleuten, sodass es zum Überleben reicht und seine Familie beruhigt. Safeguard's modern, more effective formula gets rid of more germs and bacteria than hexachloroplast. It keeps you fresher after getting you clean. I am stuck on Band-Aid bread, 'cause Band-Aid stuck on me. I am stuck on Band-Aid, 'cause Band-Aid stuck on me. Any messages? Durch Überzeugungskraft und Schlange stehen gelingt es dem Nachwuchsschauspieler schließlich, immer mehr kleine Rollen am Theater zu ergattern. Guess what? What? I got a job on Broadway. You got a job on Broadway? Doing what? Dancing. Don't you remember I dance? Hey, no nudity, I hope. In Englewood hat er von Gene Kellys Bruder tanzen gelernt, was ihm die Türen für zahlreiche damals angesagte Musicals öffnet. Immerhin, doch in seinen Augen immer noch nicht genug.
Well, I'm you know, a dancer by nature. I've been studying for 4 years and now I teach. But I'd like you to know, I'm very available for TV work. No. Doch. Durch das Fernsehen, das glattere und konsensfähigere Helden sucht als das Kino, wendet sich für ihn das Blatt. Er bekommt eine Rolle in einer neuen Serie. Welcome Back, Cotter erzählt die Geschichte eines Lehrers, der sich mit randständigen Schülern herumschlagen muss. Der Ton ist leicht, um nicht zu sagen penelehaft, und man ist noch weit entfernt von John Travoltas Traum, echte dramatische Rollen zu spielen. Doch seine Figur, Vinnie Barbarino, ein witziger, respektloser, unverbesserlicher Aufreißer, der jeden Abend ein anderes Mädchen abschleppt, stiehlt mit Sätzen, die Kult werden, allen die Show. Ready? Up your nose with your rubber hose. What? Welcome back. Bald löst Vinnie, der Faulpelz, ein echtes gesellschaftliches Phänomen aus. Millionen junger Mädchen verlieben sich in ihn und alle Jungs träumen davon, so zu sein wie er. He is in fact one high school dropout who never lived to regret. He's one of the stars of Welcome Back, Cotter. And his character is Vinnie Barbarino. I want you to meet him now, the great John Travolta. Und so wird aus Travolta, dem schüchternen, zurückhaltenden Knaben, plötzlich das neue Idol der amerikanischen Teenager. See, that must be a great thrill. Doesn't it have that kind of applause? Yeah, look, everyone's wearing my T-shirt out there. How does it make you feel? Makes you feel real good. Makes you feel very good, huh? Yeah. You getting the big head a little bit? What do you think? No. Aren't you? No, not at all. Yes, you have a question. Go ahead, please. Yes. Do you get along with girls as good as you do on the show in with real who? Life? I mean, do you get it on with girls? Oh, like, girls. On the show, you take them out all the time, and do you do that in real life all the time? I don't go out as much as Vinnie Barbarino goes out. I mean, I don't have the time to go out as much as Vinnie Barbarino does. Der Beweis für diesen plötzlichen Wahn? Der Fernsehsender ABC, der die Serie ausstrahlt, erhält an die 10.000 Fanbriefe pro Tag. Vinnie Barbarino wird wie sein alter Ego Fonzie in Happy Days, der auf einem anderen Sender Erfolge feiert, zu einer Figur der Popkultur, deren Gesicht überall aushängt. Und da man in Amerika kein Teenie-Idol davonkommen lässt, ohne es wie eine Zitrone auszupressen, wird der junge und naive Travolta bald auch in ein musikalisches Abenteuer verwickelt. Something she said has stuck in my head and I can't get away. I'm gonna let her in. I'm gonna let her in. Gonna let her. Mit seinem Samtblick und seinen Schnulzen findet sich Travolta bald an der Spitze der Charts wieder. Die Platten werden immer mehr, die tödlichen Kritiken ebenso. Er wird musikalisch nicht ernst genommen. Und auch wenn er so tut, als würde er das Spiel mitspielen, ärgert es ihn gewaltig, dass man ihn ständig auf Vinnie Barbarino reduziert. This is Vinnie Barbarino, alias John Travolta. I didn't know that you could sing as well as you do. Well, now you do. I just thought you created a rumpus in the classroom. No, I can sing. I'm a trained singer. You know that your people are saying that you're another Elvis Presley? Well, I don't know. I'll think about it. Did you get a look at that face, girls? Huh? Would you like to take him home for dinner tonight? I don't know whether to call you John or Vinny. Vinny is so comfortable, though. I left Vinny back in Los Angeles, okay. So you can call me John. Vinny beginnt für seinen Werdegang und seine hehren dramatischen Ambitionen ein Hindernis zu werden. Es gilt, das Ruder herumzureißen, und zwar schnell. Also beschließt er, wieder ans Theater zurückzukehren, und zwar mit einem dramatischen Stück, Bus Stop. Doch auch hier holt Vinnie ihn ein. Jeden Abend der gleiche Aufruhr. Die aufgekratzten Groupies sind gekommen, um den Helden der Sitcom zu sehen oder den Schnulzensänger, aber ganz sicher nicht den ernsthaften Schauspieler.
Travolta wird vom Erfolg seines alter Ego überflügelt. Und die Aufführungen werden von den Fans so sehr gestört, dass die Theaterleiter sich gezwungen sehen, Schilder im Saal anzubringen, die die Mädchen auffordern, während der Vorstellung nicht ihre Kaugummiblasen platzen zu lassen. Wie sich von einer Figur befreien, die einen verschlingt. Mit nur 22 Jahren muss Johnny darum kämpfen, nicht völlig hinter Vinny zu verschwinden, wie das bei seinem Altersgenossen und guten Freund Henry Winkler der Fall war. Hi. Well, I just want to know if Welcome Back Kotter ever goes off the air and you got an offer for a TV series and a movie at the same time, which would you go with? Probably the movie. Travolta weiß, er muss seine neue Bekanntheit nützen, um die Filmwelt zu erobern. Und hat er nicht gerade eine kleine Rolle in Carrie von Brian De Palma, dem renommierten Regisseur des New Hollywood, gespielt? Doch kaum zu glauben. Als man ihm darauf eine Hauptrolle anbietet, die Geschichte eines einfachen Jungen aus Brooklyn, der am Samstagabend unter den Disco-Kugeln glänzt, will der einfache Junge aus Englewood nicht. Er findet das zu nah an seiner Rolle in Welcome Back, Kotter. Vor allem aber fürchtet er, für ein kommerzielles Produkt mit jugendlichem Zielpublikum benutzt zu werden, wie es die Studios am laufenden Band herstellen. Seine damalige Lebensgefährtin Diana Highland, eine ältere Schauspielerin, bringt ihn dazu, es sich noch einmal zu überlegen. Sie spürt, dass die Verschmelzung mit dieser Figur für ihren Schützling eine entscheidende Rolle spielen könnte. Und so macht sich Travolta, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit der Rolle seines Lebens vertraut. Tony Manero in Saturday Night Fever. Now this walk, a great deal is made of this amazing walk of yours. Now, is this something you do naturally or did you work on it or what? Well, that is not my natural walk, but I felt that the character needed to have a sort of stylish walk because he had a certain confidence and nobility that warranted that. So the clothing and the shoes and his whole presence certainly helped me with that walk. Yes. It's a chapter in this guy's life. He's about 19, and he's already finished high school, and he has to decide what he wants to do with his life. But his only release, his only claim to fame in the local area, and also his claim to his own personality, is being the best disco dancer there in that town. Mit seinem in die Luft gestreckten Zeigefinger, einer ordentlichen Portion Pomade und ein paar Gramm Polyester hat dieser rassistische Vorstadtmacho auf der Suche nach Ruhm nicht unbedingt das Zeug zum Helden. Doch wird der Schauspieler dieses Zerrbild seiner selbst so überzeugend verkörpern, dass die gesamte desillusionierte Post-Vietnam-Generation sich in Tonys Qualen wiederfinden kann. Dank Travolta wird der kleine Gag aus Brooklyn zum strahlenden Helden der Arbeiterklasse. Die Identifikation findet über die Tanzszenen statt. Und Tonys große Kunst wird es sein, die Disco-Musik, die manche für oberflächlich halten, hoffähig zu machen. Je peux vous dire facilement que en 30 ans, Travolta sera encore une vedette. Le disco sera oublié, mais Travolta reste. Travolta trainiert mehrere Wochen lang verbissen. Und er lässt sich direkt von den Tanzkursen inspirieren, die er an seinem Geburtsort genommen hat. I never knew that you had that kind of soul in you. Well, it could partly be from growing up in a mostly a black high school. I was always the best dancer. I mean, in high school. Really? Yes. Während Soul Train Triumphe feiert, weiß er genau, wo die Coolness zu Hause ist. It was
was rough getting into shape for it. I had to drop 20 pounds. I danced 3 hours a night, plus ran 2 miles a day. By the end of that period, I felt like a horse in training. Die Dreharbeiten in New York gestalten sich von Anfang an schwierig. Als sie erfahren, dass ihr Idol auf der Straße dreht, tauchen die Fans von Vinnie Barbarino in Massen auf. Unmöglich, die Kamera aufzustellen, ohne 15.000 Unbekannte im Bild zu haben. Die Produktion lässt also falsche Drehpläne durchsickern und das Team erscheint jeden Morgen um 5.30 Uhr zum Dreh, bevor die Massen aufkreuzen. Doch die Probleme mit den Fans sind nichts im Vergleich zu dem Drama, das Travolta hinter den Kulissen durchmacht. Seine Lebensgefährtin Diana Hyland erkrankt im Alter von kaum 41 Jahren plötzlich an Krebs. Und der Schauspieler pendelt immer wieder nach Los Angeles, um sie zu sehen. Bis man ihm eines Tages mitteilt, dass es zu Ende geht. Hastig verlässt er den Dreh, um mit Diana ihre letzten Stunden zu verbringen. I was just sorry to see someone who had so much life in them have to go so early, you know, and that was hard on me for a while, actually, that loss. And the best thing for me as a 23-year-old was that I had very little time to dwell on this, and when I did, it was at night in bed, whether it's crying yourself to sleep or dreaming, a lot of dreaming. Am Boden zerstört, flüchtet sich der Schauspieler in die Leere der Scientology-Kirche, die er ein paar Jahre zuvor entdeckt hatte. Am Set verleiht die Prüfung, die er durchlebt, Travolta eine Zartheit und Tiefe, die niemand von ihm erwartet hätte. Presenting the world premiere of Paramount Pictures, Saturday Night Fever, starring John Travolta. Der Filmstart im Dezember 1977 gleicht einem Erdrutsch. Nach Amerika wird auch der Rest der Welt vom Travolta-Fieber erfasst. Sein unverschämt moderner Körper fasziniert sogar die größten Filmemacher. Vous avez dit devant le charme, il y a rien à dire. Oui, parce que sinon disco c'est pas mon genre, ouais. Je ne connais pas en fait cette musique. Mais je trouve Travolta, ce nouvel acteur qui a déjà du métier quand même, hein. On voit, il est très fascinant. Il a surtout beaucoup de grâce, il est très gracieux, il est très intéressant. Et Travolta est vraiment agréable à regarder aussi. Je considère qu'il est aussi agréable à regarder qu'une jolie fille. Feminin und männlich zugleich gefällt Travolta mit seinem netten Dackelblick und seinem sexy Grübchen Mädchen wie Jungen. Sein außerordentliches tänzerisches Talent beeindruckt sogar Fred Astaire, der ihn zu seinem Wunscherben erklärt. Die Kritiker erheben ihn schon in seinem ersten Film in den Status einer Legende. And what does that do to you when you hear and read and people are saying John Travolta the most exciting new screen presence since Brando, Dean and Paul Newman and so on? What, does that get into your psyche? I love hearing that type of thing, but do you believe it? I don't know. I think I might even react to it as an observer. If you can understand that. Get a little bit detached? Yeah. It's like, who is he? Combien de fois vous avez vu La Fièvre du samedi soir? 6 fois. J'allais avec une feuille de papier et un crayon. Et puis quand il y avait les pas de danse, You Should Be Dancing, Night Fever, tout ça, je notais. Zusätzlich zu den Hunderten von Millionen, die der Film einspielt, belebt Travolta die Disco-Mode wieder und erschafft einen neuen Archetyp. Eine Figur, die sogar den größten Star der Stunde beeinflussen wird. Ce pas-là s'appelle le pas du cowboy. Pistolet. Ce pas-là s'appelle Regarde la Travolta. Ce pas-là s'appelle le pas sensuel.
parce que on bouge beaucoup le bassin. You know, and my daughter's doing all she knows all the steps, all the thing. Hey, Dad, could I meet John Travolta? You know. John Travolta, Olivia Newton-John, Grease, the Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time, breaks loose on the motion picture screen. John Travolta, the sensational star of Saturday Night Fever, ignites the screen in Grease. Im Mai 1978, keine sechs Monate nach Saturday Night Fever, startet Grease. Und die Begeisterung für den Schauspieler wird sogar noch größer. Ende der 70er Jahre erreicht die Travolta-Mania ihren Höhepunkt. Und es ist, als könne sie nie abebben. Did you ever imagine that you would become the number one movie star of this country? Truthfully, did you think about it? Was it a goal? Do you know what? Everything happens so quickly, and things happen so. I mean, no one could ever imagine. Der junge Star hat einen fulminanten Karrieresprung hingelegt. Grease ist schnell zum erfolgreichsten Musicalfilm aller Zeiten geworden. Und da er eine Gewinnbeteiligung an den Einspielergebnissen ausgehandelt hat, wird er zum bestbezahlten Schauspieler der Welt. Eine Monatszeitschrift erscheint, die allein seiner Person gewidmet ist. Mit 24 Jahren schafft er es bereits auf das Titelblatt des Time Magazine. Vor allem aber wird er für seine Rolle als Tony Manero als einer der jüngsten Schauspieler für einen Oscar als bester Haupt. Und wieder schürt ein Trauerfall die Zweifel des jungen Stars. Völlig gebrochen verkriecht er sich monatelang zu Hause, bläst Trübsal und brütet über Fragen, die ihn bedrängen. Ist er dazu verdammt, für immer die Ikone der Disco-Musik zu verkörpern? Einer Strömung, die bereits aus der Mode zu kommen droht? Ist er dazu verdammt, auf ewig nur Kinder und Jugendliche zum Publikum zu haben? Er verlässt seinen Rückzugsort, um Urban Cowboy zu drehen. Doch die Dreharbeiten sind schwierig. Er ist launisch geworden, reizbar. Und die Rollen, die man ihm anbietet, frustrieren ihn. Dabei versucht er, seine Vorrechte als echter Schauspieler zu wahren und seinem Instinkt zu folgen, wie es ihm mit Saturday Night Fever so gut gelungen ist. Und so erscheint er zum Dreh von Urban Cowboy mit einem Bart, der ihm für seine Figur als deplatzierter Cowboy als glaubwürdiger erscheint. Man nimmt es ihm übel. Der schillernde Produzent Robert Evans schimpft: Ich habe für Travolta bezahlt, also will ich Travolta auf der Leinwand sehen. Keinen italienischen Metzger. Schließlich wird das Drehbuch umgeschrieben und das Sexsymbol dazu gezwungen, sich vor der Kamera zu rasieren, was er als fehlende Anerkennung empfindet. Dieses Mal soll er zur Country-Musik tanzen. Danach wird er in einem Aerobic-Kurs herumwackeln.
Er spürt, dass jeder Film ihn etwas mehr zum Lustobjekt abstempelt. Einem unausgesprochenen Vertrag mit den Fans entsprechend, inszeniert vom Studio, das ihn beschäftigt, soll er in jedem Film seinen Körperfall bieten. A movie starring John Travolta, directed by Sylvester Stallone. There are a couple of superstars that know what staying alive is all about. On the Don Lane Show, I'm Fred Saxon in Hollywood at the premiere of Staying Alive. Auf die Spitze treibt dieses Phänomen des Lustobjekts Sylvester Stallone. Rocky inszeniert Tony. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden größten Helden der amerikanischen Arbeiterklasse. Stallone beschließt, einen strahlenden, fast schon konzeptuellen Apollo aus ihm zu machen, indem er jeden Muskel von John Travoltas Körper umformt. Well, actually, it was more Sly's idea than I think it was mine to actually physically change. I knew I had to get in shape prior to the film, but he actually had this idea of redesigning the body almost like a statue. You know, he said, imagine doing formal style of dancing in a, you know, almost a Greek statue way. I said, yeah, I could understand that. I mean, we've even heard reports that you wax all the hairs off your chest. And I know they're growing back. You want to see them? Yeah, go on. They're, well, doesn't that really offend you, having to do things like that? Not really, because it showed the muscles off better and it was effective. With, I'm fairly hairy, so it covered all that hard work. So the hell with it. Take it off. Im Lauf des Interviews wird er immer mehr auf seinen Körper reduziert. Man stellt ihm peinliche, ja unhöfliche Fragen. What are the pressures of being a sex symbol? Well, what about the sex scenes in the film? What about them, Rhonda? Some of them are a little rough. They're not too many, but those that are there, they're a little raunchy. Do you like that? Does it embarrass you, though, when you see a woman undress on screen when she bares her breasts? You were so funny. We always read that there was a romance here. Oh, Mer, please. Everyone wants to push you into marriage, John. I don't know, I have to fall in love first, actually. Seine Sexualität wirkt anziehend. Man sagt ihm Abenteuer mit Brooke Shields, Catherine Deneuve oder Marisa Berenson nach. Doch nie kommt es zum offiziellen Kuss, der den Klatsch bestätigen würde. Objekt aller Begierden und Projektionen bezirzt das weiblichste aller männlichen Sexsymbole sogar Lady Di. Als sie 1985 das Weiße Haus besucht, hat die Prinzessin mit dem traurigen Blick nur eins im Kopf. Sie bittet um einen Tanz mit Travolta, dem Posterboy ihrer Jugend. Doch hinter dem Poster leidet der ambitionierte Schauspieler immer mehr unter der Kluft zwischen seinem Geschöpf und ihm selbst. Und den hellsichtigen und zugleich hinterhältigen Kritikern entgeht das nicht. I want to see him play adults for a change. I mean, how many times can he shake his fanny down Broadway? That, and also, I must tell you, here is this poor guy who worked out, went through the tortures of the world for 6 months pumping iron to get into this movie, and here he is with his new body. He looks like a mannequin at Bullock's. His whole body is shaved and oiled and greased and waxed, and I really preferred real and flabby, you know, to phony and waxed. But a lot of his natural charm just sort of has dissipated. Die Einzigartigkeit von Travolta ist seine sexuelle Ambivalenz. Doch zugleich ist sie sein größtes Handicap. Denn keiner der großen Filmemacher von damals will sie filmen und veredeln. Kein renommierter Regisseur macht ihn zu seiner Muse, wie es Sidney Pollack mit Robert Redford oder Martin Scorsese mit De Niro getan haben. Vielleicht, weil sie noch nicht wissen, wie sie diesen Körper, diesen Aufreger filmen sollen. Schlechtes Timing, falsches Jahrzehnt. Dabei hätte Brian De Palma gerne die Rolle des Mentors gespielt.
Doch Blowout ist ein krachender Misserfolg und Travolta will sich danach nicht auf das Abenteuer Scarface einlassen. Aus Tony Manero wird nicht Tony Montana. Travolta ist auf der Suche nach sich selbst und bald gilt er in Hollywood als der Schauspieler mit dem schlechtesten Riecher. Die Liste der Filme, die er auslässt, spricht Bände. Er, der davon träumt, durch große Rollen in die Filmgeschichte einzugehen und in den Armen von Meryl Streep zu sterben, durchlebt die 80er Jahre als Box-Office-Zombie. Und spielt in Schrottfilmen, die man vergessen kann, obwohl er sie sorgfältig auswählt. Mit gerade mal 30 Jahren scheint er bereits längst vergangenen Zeiten anzugehören, während Newcomer ihm seine Rollen wegschnappen. Er ist schon auf dem Abstellgleis einer vampiristischen Industrie gelandet, die keine Misserfolge duldet. Und so verschwindet er langsam von ihrem Radar. Hi, my friends. I'll see you in a few months. Jahrelang kursieren die wildesten Gerüchte über ihn. Er sei nach Tahiti ausgewandert oder noch schlimmer, er zeige sich nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil er durch einen Hundebiss entstellt sei. Die Wirklichkeit ist prosaischer. Der Schauspieler hat sich in seine Villa in Santa Barbara zurückgezogen, die er nur verlässt, um seiner anderen Leidenschaft zu frönen, der Fliegerei. Als ausgebildeter Pilot fliegt er oft ziellos von einem Ende des Landes zum anderen. Er denkt sogar ernsthaft darüber nach, seine Dienste einer Fluggesellschaft anzubieten. Deprimiert wie er ist, legt er an Gewicht zu und nur die Begegnung mit Kelly Preston, seiner zukünftigen Frau, verhindert voraus. Doch mit 35 Jahren lockt Travolta der Gedanke, wieder eine Figur zu spielen, die ihm ähnelt. Einen etwas schlichten, aber sympathischen Taxifahrer. St. Jerome's Hospital. Der auf Bier und schlüpfrige Witze steht. Oh, shit. Entgegen aller Erwartungen ist der Film der Erfolg des Jahres. Es wird zwei Fortsetzungen geben und Travolta wird sich als Held von Familienfilmen neu erfinden. Nicht der angesehenste des Genres, aber Anfang der 90er Jahre doch höchst erfolgreich. The palm door. Goes to. Pulp Fiction. Es bedurfte schon einer goldenen Palme, um ihn aus dem Tunnel zu befreien. Und vor allem bedurfte es eines wahren Cineasten, um Travolta wieder Leben einzuhauchen und ihn in seiner ganzen Komplexität zu betrachten. John Travolta ist one of my favorite actors. I've just been a big fan of his for like a really long time. I think he was great in Saturday Night Fever and Urban Cowboy and in particular in Blowout. That's like one of my favorite performances of all time. And I just haven't seen him used in a movie the way, you know, I thought he should be used, you know, the way I would use him. And so I wanted to meet him, and I met him, and I really liked him. And I was just like looking forward to the opportunity of having the chance to work with him, you know, on the right thing. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it a Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King. It was
In der Rolle von Vincent Vega, einem Gangster, der brutal wie ein Killer ist und zugleich sentimental wie ein junges Mädchen, der Heroin schnupft und sich mit Hamburgern auskennt, stellt sich Travolta in neuer Gestalt vor. Fülliger und mit einer unmöglichen Frisur, einem Pferdeschwanz wie ein Verlierer tragen, aber die großartigen Verlierer, die das amerikanische Kino so sehr liebt, mit einer subtilen Mischung aus Melancholie und Humor. Decided that I could take this very dark character and at points when you would normally be disgusted or upset, make it funny. And that was my personal contribution. But if I couldn't have done that, or I couldn't have found a way of doing that, I wouldn't have done that movie. You see, no matter what it meant to my career. Genussvoll spielt Tarantino mit der Filmvergangenheit seines Darstellers, wie auch mit seinem Ruf als abgehalfterter Star. Er lässt ihn in seinem Film tanzen und filmt die Spuren, die die Zeit auf seinem Körper hinterlassen hat, aber auch die Grazie, die natürlich immer noch da ist. Die Reaktionen übertreffen alle Hoffnungen. Die Welt entdeckt John Travolta neu und jubelt ihm zu. Während der Interviews mit den Journalisten, die sich wieder um ihn drängen, flieht er regelmäßig auf die Toilette, wo er weint wie ein Kind. Er ist wieder da. Er kann es nicht fassen. Les séances de pause avec Bruce Willis, la gloire à nouveau effleurée, ne lui ont pas fait oublier que pendant plus de 10 ans, il n'était aux yeux des producteurs hollywoodiens qu'un danseur retraité. Un rescapé des années Bee Gees, incapable de jouer la comédie. Aujourd'hui, à Cannes, à l'âge de 40 ans, John Travolta a refait ses débuts. Est-ce que justement ça va aider votre carrière ou votre trajectoire professionnelle à changer un petit peu de direction? Parce que vous aviez envie, vous nous le dites depuis plusieurs années, de changer de rôle et de changer d'image vis-à-vis de votre public. J'espère complètement. Ja, das hofft er. Und recht hat er. Dank seines in Pulp Fiction entdeckten Talents zur Lässigkeit wird John Travolta wieder zum Kultschauspieler. Aber für eine neue Generation, die zur Zeit von Saturday Night Fever noch gar nicht geboren war. John Travolta. Wie vor 17 Jahren wird er erneut für den Oscar nominiert und wie vor 17 Jahren bekommt er ihn nicht. Aber was soll's. Fortan nennt man ihn das Stehaufmännchen Hollywoods, was beweist, dass die düsteren Jahre hinter ihm liegen. Mit 40 Jahren scheint Travolta Frieden mit sich geschlossen zu haben. Endlich fühlt er sich von einer Welt geliebt und anerkannt, die ihm bisher verschlossen geblieben war. Der Welt der Cinephilen. Und noch nie war er in seinem Privatleben so ausgeglichen. Dank seiner Frau Kelly Preston wird er Vater eines kleinen Jungen, den er auf den Namen Jet tauft, als wolle er damit auf seine Leidenschaft für Flugzeuge anspielen. Die Familie lebt in Florida, in einer unglaublichen Residenz für Milliardäre, in der er Zugang zu einer privaten Startbahn hat. Fortan fliegt der Schauspieler von Erfolg zu Erfolg. Nachdem er sein Comeback organisiert hat, wird Tarantino zu seinem Mentor. Er ermuntert ihn dazu, Get Shorty zu drehen, der ihn wieder zum King of Cool macht und stellt ihm John Woo vor, den Kultregisseur aus Hongkong, der seine Karriere neu justiert. Die kommenden 20 Jahre wird Travolta als Held in Actionfilmen verbringen. Ende der 90er Jahre ist er wieder einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Er kriegt 20 Millionen Dollar pro Film. Der weiße Polyesteranzug ist endgültig im Schrank verstaut. Johnny hat es geschafft, sich völlig neu zu erfinden. Und wieder ist er in der Lage, seine Epoche zu verkörpern. Doch auch die Epoche hat sich geändert. Künftig werden Skandal und Hype von Klicks und Handys ausgelöst. La Scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie.
August and September 1996, politicians of Germany's two leading parties, the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party, called for a boycott and a ban on the movie phenomenon because I'm a Scientologist. A boycott was also called against Tom Cruise in Mission Impossible, also for no other reason than he was a member of the Church of Scientology. The freedom to create and communicate an artist's vision free from state interference is the most cherished of all freedoms and the most fundamental of human rights. If we do not challenge these unwarranted acts of discrimination, what will happen next? Travolta ist ein einflussreicher Star. Doch ist er auch beeinflussbar. Der Schauspieler ist ein hundertprozentiger Anhänger von Scientology. Und man hat ihm oft vorgeworfen, mit manchmal naiver, ja blinder Begeisterung Werbung für die Sekte zu machen. Cette rue personnifie toutes les expériences fabuleuses que j'ai vécues ces 20 dernières années. Et c'est ça qui peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Les gens peuvent venir dans cette rue, s'engager à prendre des cours, des stages de purification, et ils recevront tout ce que moi j'ai reçu. Im Januar 2009 wird der Tod seines 16-jährigen Sohnes Jet für zusätzliche Unruhe sorgen. Man unterstellt ihm sogar, dass Scientology die Travoltas daran gehindert hätte, den Autismus ihres Kindes zu erkennen. Ein Leiden, das die Risiken für einen Herzinfarkt in jungen Jahren stark erhöht. Während der Star das größte Drama seines Lebens durchmacht, behaupten mehrere Zeugen, dass er fremdbestimmt sei. Scientology ist eine Herrin, die man nicht leicht verlässt, weil sie alle deine Geheimnisse kennt. Im Fall von Travolta sind es die Gerüchte um seine Homosexualität, die den Star seit Jahrzehnten verfolgen und die Boulevardpresse füttern, die immer gieriger wird bis zur Hysterie. In einer Welt, in der alles zu Geld gemacht wird, haben sich ein ehemals von Travolta angestellter Pilot oder ein Pornodarsteller offenbart. Doch Travolta schert sich nicht um die Gerüchte. Endlich am Ziel seiner Wünsche zieht er es vor, sich auf die Filme zu konzentrieren, die er noch drehen wird. Er spielt weiterhin mit einem gewissen Heißhunger. Fällt in einer erfolgreichen Fernsehserie auf. Und wenn er gerade Lust hat, spielt er sogar mit seinem Status als queeres Idol. Is that okay? Sure. JT, thank you. Thank you. Er kennt die Höhen und Tiefen des Ruhms. John Travoltas Geschichte berührt uns, weil sie mehr als jede andere von der Zerbrechlichkeit der Ikonen erzählt. Heute kann er beruhigt in den Rückspiegel schauen. Seine Laufbahn ist einzigartig. Im Abstand von 20 Jahren hat er zwei goldene Zeitalter erlebt. Nun gehört er selbst zu den großen Stars, die ihn in dem kleinen Kino in Englewood zum Träumen brachten. What does it matter what you say about people? Goodbye, Dana. Adios. Adios.